über alle Widerstände hinweg. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Thank you.
Meine Großmutter und der alte Fritz. Beide zum Verwechseln ähnlich, so streng, so fordernd, so drahtig und unnahbar. Der alte Fritz und meine Oma. Mary Thalbach. Geborene Pofahl. Geborene Preußin. Unerbittlich gegen sich und andere. Respekt einflößend. Sogar gegenüber den Fokus an der deutsch-deutschen Grenze, die erschreckt ihr mürrisches Foto im Reisepass sahen und sofort stramm stehend ihren Stempel gaben zur Ein- oder Ausreise. Ich war oft hier mit ihr in Sanssouci. Der alte Fritz. Wir haben in den trefflichen Schilderungen des Herrn Festredners die nationale und politische Arbeit des Deutschen Ordens, die für Pressen und Deutschland so wichtig geworden ist, vor unserer Erinnerung wieder lebendig werden lassen und sahen die 7 Jahrhunderte der Vergangenheit Ostpreußens und des Deutschen Ostens wieder an uns vorüberziehen. Immer wieder sind während des Auf und Nieder dieser 700 Jahre hier im Osten auf die Zeiten schwerster Not überwunden worden. Wenn fester Wille und einiger Zusammenschluss vorhanden waren, auch jetzt ist Deutschland und insbesondere das vom übrigen Vaterlande durch die unheilvolle Grenzziehung des Versailler Vertrages abgetrennte Ostpreußen wieder in einer Zeit tiefer Bedrängnis. Und gerade in Ostpreußen sind Kummer und Sorge in vielen Familien ungebetener Gast. Aber wir dürfen dennoch nicht verzagen, wie unsere Vorfahren in jeder Ausdauer und unverbrüchlichem Gottvertrauen auf die schwersten Jahre überwanden, womit auch wir mit der Krise der Gegenwart lang werden. Freilich, innere Einheit und geschlossene Widerstandskraft des ganzen deutschen Volkes sind Voraussetzung für die Überwindung dieser die deutsche Wirtschaft so schwer bedrückten Krisen und zur Erringung einer besseren Zukunft. An diese Einigung soll uns auch diese festliche Stunde mahnen. Wir wollen uns gemeinsam gelobt, indem wir rufen, Deutschland, unser geliebtes Vaterland, Hurra!